Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Yogakurs. Mach immer so mit, wie es für dich okay ist, wie du dich wohlfühlst. Mir ist wichtig, dass du dich wahrnimmst, vielleicht auch mal wahrnimmst, wie fühlt sich die eine Seite an, wenn wir die andere Seite gerade gearbeitet haben. Wie fühlst du dich? Und so starten wir jetzt auch. Wie fühlst du dich? Stell dich hüftschmal auf, lass deinen Fuß so deine Füße so, dass du einen Fuß dazwischen stehen hast. Lass deine Knie etwas durchlässig und stell dir eine Krone auf deinem Kopf vor, die dich in Richtung Himmel schiebt. Blick im Horizont, das heißt ganz leicht nach vorne unten abfallend. Deine Schultern ganz sanft nach hinten unten ziehen und deine Handflächen dann wieder zum Körper drehen. Aktiviere deine Körpermitte, indem du deinen Bauchnabel sanft nach innen ziehst. Vielleicht mal ich sagst. Sehr schön. Und wenn du willst, schließ für einen Moment die Augen und spür dich. Nutz die Zeit jetzt wirklich nur für dich. Ganz egal, was um dich herum passiert. Nimm dich wahr. Nase ein und Mund aus oder Nase aus, wie es für dich angenehmer ist. Wie fühlt sich dein Stand an? Bist du gut verwurzelt mit dem Boden? Und wie fühlt sich deine Aufrichtung an? Mit dem nächsten Ausatmen öffne deine Augen. Atme ein und zieh deine Schultern ganz bewusst nach oben. Atme aus und ganz bewusst nach unten. Einatmen nach oben und aus nach unten. Spüre, wie sich das anfühlt, wenn du die Schultern nach unten ziehst. Nach oben machen wir öfters im Alltag, denn das sind unsere Atemhilfsmuskeln, die die Schultern nach oben holen. Und wenn wir Stress haben, dann machen wir oft genau das. Also bewusst nach unten ziehen. Und dann halte die Schultern auch wirklich hinten unten. Bleib in der Aufrichtung. Atme ein, nimm die Arme nach oben. Die Schulter tief ausatmen, die Arme nach vorne sinken lassen. Einatmen nach oben und aus. Halte jetzt beide Arme hier oben, schließ deine Hände, verkreuze die Daumen, lass die Schultern tief und atme aus, beug dich jetzt auf eine Seite, einatmen wieder zur Mitte und ausatmen zur anderen Seite und ein und aus. Wenn dir das zu viel ist, dann nimmst du die Hände einfach an den Kopf. Wenn du hier bei mir bist, leg deinen Kopf ruhig ganz bequem in deine Oberarme. Dein Tempo, dein Rhythmus. Dehn deine Seite auf. Öffne deine Rippenbögen, die verkleben oft, wenn wir viel sitzen. Jede Seite noch einmal ausatmen. In der Mitte bleiben. Öffne deine Arme. Nimm deine Hände, ich zeige es dir nur seitlich, hinter deinen Körper.
Verschränke deine Finger, atme ein, öffne dein Brustbein, du darfst die Knie gerne strecken, ziehe die Arme von dir weg, atme aus, Knie beugen, die Arme an den Oberschenkeln entlang, hier zu den Oberschenkelrückseite, dich rund und klein machen. Du darfst ruhig da ein bisschen ziehen, ich fasse hier mein Handgelenk, dann roll dich hoch, atme ein, nimm deine Hände hinten wieder zusammen, streck deine Knie, öffne dein Brustbein. Atme aus, beug die Knie, vielleicht kannst du ja auch wirklich nach unten streichen, dich rund werden lassen. In deinem eigenen Rhythmus. Noch einmal nach oben kommen, dich wieder aufrichten und entspannen. Zur Mitte kommen. Hände stützt du ein in deine Hüfte, Beine etwas mehr in die Grätsche, streck deine Knie und jetzt kreise mit deinem Becken. Lass den Oberkörper möglichst mittig. Hüftmobilisation. Der Atem fließt. Und das Ganze machst du dann auch in die andere Richtung. Knie strecken, ganz locker dein Becken kreisen. Zur Mitte zurück, öffne deine Arme, spann deine Arme so richtig zur Seite aus, dreh den linken Fuß zur Wand, der rechte dreht leicht ein, Außenkante belasten, Becken parallel zu mir, streck deine Knie und schieb jetzt deine Hüfte nach rechts, komm wieder zur Mitte, nochmal ausatmen, nach rechts und wieder zur Mitte. Beim nächsten Mal schiebst du und tauchst mit deinem Arm nach unten ein. Bleibe hier, dreh deine Hüfte, deine Brust hier richtig auf. Kannst deine Hand auch vor den Unterschenkel nehmen. Und dann kommst du nach oben, atmest ein. Nimmst den linken Arm zur Decke, rechte Hand an den Oberschenkel, dehn deine Seite. Atme aus, schieb die Hüfte nach rechts und komm tief. Becken bleibt. Spür die Dehnung, Innenbeweglichkeit, Hüftgelenk. Einatmen hoch. Länge. Und aus. Hüfte schiebt. Bleib dann oben, löse einen Moment, nimm deine beiden Fußspitzen nach vorne und spür beide Seiten nach. Wie fühlt sich's an? Fühlt sich die Seite an? Wie fühlen sich die Oberschenkel an? Nimm dann deinen rechten Fuß zur Seite, linke dreht leicht ein, Becken wieder parallel zu mir, Arme zur Seite, Schultern tief und Hüfte schiebt zur Seite und wieder zurück. Gleich nochmal. Knie strecken.
Noch einmal. Spannung im Bauch. Bleib hier. Tauche nach unten. Entweder hältst du dich fest oder du gehst wieder am Oberschenkel, Unterschenkel entlang. Atme ein. Richte dich auf. Zieh dich lang. Mach mal Hüfte schiebt. Immer so tief, wie es für dich okay ist. Immer an die Hüfte denken. Und wieder nach oben kommen. Und Fußspitzen nach vorne. Und entspannen, nachspüren. Hoffentlich wieder gleichmäßig. Sehr schön. Dann atme ein und beide Arme nach oben. Schließ deine Füße. Nimm zurück ganz eng zusammen, atme aus, schließ deine Hände, drück sie zusammen und nimm deine Hände vor dein Herz. Einatmen, mach dich lang. Ausatmen, wieder lösen. Während du das machst, gehst du jetzt mal an den Rand deiner Matte, so dass die Matte hinter dir ist. Einatmen, hoch. Ausatmen. Hände vor dein Herz, Bauch spannen, ein und jetzt tauchst du beim Ausatmen nach vorne, gerader Rücken, du kannst, wenn du möchtest, die Knie auch gebeugt halten, lass dich mal hier hängen in der Vorbeuge, das geht gestreckt oder gebeugt, kannst auch die Füße etwas öffnen, entscheide einfach, wie du es machen möchtest. Jetzt beug nochmal wirklich die Knie, atme ein, mach deinen Rücken ganz gerade und zieh dich über die Seite nach oben zum Stehen. Hände schließen. Einlang. Ausatmen, tauch nach vorne durch. Du kannst auch die Knie beugen. Einatmen. Flacher, gerader Rücken. Über die Seite. Hoch und aus. Gleich nochmal. Ein lang. Tauch nach vorne ein. Beug deine Knie. Und zieh dich wieder nach oben. Atme aus. Noch einmal, genau so. Beug deine Knie, bleib hier, nimm deine Hände jetzt nach unten und geh mit deinem rechten und linken Fuß zurück. Spreiz die Hände, trete hier, beug und streck links und rechts. Ganze Rückseite aufdehnen. Becken mit bewegen. Lass deine Fersen dann tief schieben, egal ob du hier gestreckt bist mit deinen Knien oder gebeugt. Hab das Gefühl, du schiebst den Boden nach vorne und nach hinten weg. Hab das Gefühl, du zerreißt die Matte. Dann gehst du nach vorne mit deinen Schultern über deine Hände. Atme aus. Kippen, Gesäß anspannen. Jetzt komm noch mal zurück. Schau mal, eine Hand geht an den gegenüberliegenden Unterschenkel. Noch mal ausatmen nach vorne. Und ein. Die andere Hand an den gegenüberliegenden Unterschenkel. Noch mal aus. Ein.
mit jedem Mal vielleicht so gefühlt ein Stück weiterkommt. Und du kannst immer die Knie gebeugt lassen. Es ist alles gut, wenn du hier bist. Dann schieb dein Steißbein in Richtung Decke. Und ein letztes Mal, komm nach vorne, setz die Knie ab. Schieb dich mal nach hinten, Stirn auf den Boden, die Arme rechts und links neben deinen Körper. Lass dich ganz entspannt hier liegen. Spür, wie der Atem in den unteren Rücken ausweicht. Und vielleicht spürst du jetzt auch, wo wir gearbeitet haben. Ganze Rückseite aufgedehnt. Und dann nimmst du die Arme wieder nacheinander nach vorne. Nimmst deinen Kopf ein Stück hoch. Schiebst dich dann nach vorne. Atme ein. Hände Schulter schmal. Geh tief mit deinem Brustbein und drück dich aber gleich wieder hoch ausatmend. Setz dich nach hinten. Einatmen vor. Ausatmend hoch. Geh nur so tief, dass du gut wieder hochkommst. Es gibt kein Gut und Schlecht, es gibt nur deinen Weg. Also nicht so tief gehen, wenn du das Gefühl hast, du kommst dann nicht mehr nach oben. Ellbogen küssen die Taille, also wirklich ganz nah an deine Taille. Trizeps. Und dann bleibst du vorne. Ablegen, ganz runter. Nimm deine Hände nach außen, sodass die Oberarme waagrecht zur Seite zeigen. Atme ein, Bauchnabel nach innen ziehen. Drück dich hier ein Stück hoch. Dehn die Vorderseite, Schultern tief ziehen, ausatmen, wieder fallen lassen. Einatmen, hoch und aus, wieder fallen. Noch einmal. Immer in deinem Tempo. Pausen sind erlaubt. Wenn du möchtest, gehst du ein kleines bisschen tiefer. Geh auf deine Fingerspitzen und jetzt bewege, kannst die Hände auch weiter zur Seite tun, bewege deinen ganzen Rumpf. Mal nach rechts, mal nach links. Beweg die Schultern mit. Die Brustwirbelsäule durchbewegen. Und dann drück dich hoch, die Hände neben die Schultern und rutsch nach vorne mit den Füßen. Kreuz rück deine Füße, setz die Hände neben deine Oberschenkel und rutsch nach vorne durch. Hat geklappt? Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Jetzt lässt du ein Bein lang und das andere Bein kreuzt du. Zieh dich ganz weit in die Aufrichtung. Spür die Dehnung schon im Gesäß. Atme ein. Und dann drehst du dich zum Bein, das dich kreuzt. Weit nach hinten drücken und so weit drehen wie möglich. Rücken ist ganz gerade. Mit jedem Ausatmen ein Stück weiter ziehen.
Einatmen zur Mitte, kurz in die Gegenrichtung und dann wechselst du. Anderes Bein. Kreuzen. Zuerst mal dich hochziehen, Rücken ganz gerade machen. Einatmen. Oberschenkel fassen, gerade Rücken und nach hinten schauen. Immer weiter aufrichten. Ausatmend langsam wieder zurückkommen zur Mitte. Sehr schön. Fass deine Oberschenkel. Richte dich auf. Einatmen und mit dem Ausatmen lässt du dich einen Moment rund nach unten abkippen. Nochmal einatmen, aufrichten. Aus. Wenn du jetzt gerade bist, bleibst du hier. Versuchst dein rechtes und linkes Bein zu lösen. Muss nicht sein, du kannst auch unten halten. Versuch dich einen Moment hier zu halten, auszubalancieren. Spür die Bauchmuskulatur. Und wenn du kannst, nimm deine Arme neben deine Unterschenkel. Halten, atmen. Gesicht entspannen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oberschenkel fassen, nacheinander abstellen und in die Rückenlage zurückrollen. Klein werden, nimm deine Beine mit, mach dich ganz klein, roll ein bisschen auf dem unteren Rücken. Nimm die Unterschenkel nach oben, Fußspitzen anziehen. Jetzt fass einfach deine großen Zehen, Daumen und Zeigefinger und öffne deine Beine und versuch die Knie in Richtung Boden zu ziehen. Also, Schultern sind entspannt, Hüftbeugerdehnung. Wenn das nicht funktioniert, fasst du einfach deine Oberschenkel und ziehst hier tief. Becken am Boden halten. Mit jedem Ausatmen ein Stück weiter entspannen, wenn möglich. Ganz langsam wieder auflösen, deine Beine nacheinander aufstellen, Füße stehen flach am Boden, Handflächen zur Decke und jetzt schieb dein Steißbein in Richtung Decke, roll dein Becken auf und versuche nochmal hier oben stehen zu bleiben. Vielleicht möchtest du auch auf deine Fußspitzen kommen. Reicht auch hier. Atem fließt. Mit dem nächsten Ausatmen Wirbel für Wirbel tief rollen. Lass deine Beine nach unten ausstrecken. Die Arme neben dem Körper. Schließe für einen Moment deine Augen. Und spüre nach. Wie fühlt sich jetzt dein Körper an? Fühlst du dich entspannt? Lass den Atem fließen. Und versuch mit jedem Ausatmen
noch etwas tiefer zu sinken. Tiefer sinken auf den Boden. Wenn du Lust hast, bleibst du einfach nur ein bisschen liegen. Oder du fängst ganz langsam an, dich zu bewegen. Hände und Füße. Einfach so ein bisschen strecken, beugen, Faustballen, Füße bewegen, dich strecken, Augen langsam wieder öffnen, gähnen, räkeln. Füße mindestens so breit wie deine Matte aufstellen und deine Knie lässt du nach rechts nacheinander zur Mitte und nach links kippen und nacheinander zur Mitte, einfach im Wechsel von der einen zur anderen Seite. Dreh dich ganz auf eine Seite, komm rüber, komm über die Seite gleich ins Weite, auf deine Knie, auf deine Hände und runde deinen Rücken in Richtung Decke. Einatmend nach unten, Bauchnabel Richtung Boden und ausatmend nach oben in Richtung Decke. Nochmal ein. Fußspitzen aufstellen, Hände ein kleines bisschen weiter vor, Steißbein zur Decke, auch hier nochmal beugen und strecken. Im Wechsel dein Becken mitnehmen, deinen Oberkörper einladen, sich mitzubewegen. Und mit dieser Bewegung gehst du jetzt ganz langsam vor, bis du bei deinen Händen angelangst. Beugst die Knie. Aktiviere deine Körpermitte, nimm dann deine Knie nochmal noch weiter in die Beugung, streck deinen Rücken, atme ein. Gut, atme aus, lass nochmal locker, streck die Knie ein Stück weiter, atme ein, beug die Knie, schau nach vorne, atme aus, mach dich rund, hängen lassen, einatmen, Rücken gerade und jetzt geht mit den Armen über die Seite hoch zum Stehen. Schließ deine Hände, atme aus. Atme ein, streck dich, öffne die Arme. Bleibe hier, zieh deine rechte Schulter tief, lass den Kopf nach links. Schau mal, dass du immer noch leicht durchlässige Knie hast. Spür den Nacken. Langsam nach vorne den Kopf, zur anderen Seite, auch hier Schulter tief, rechts ist locker. Den Kopf nach vorne hängen, richte dich auf, atme aus. Lass los. Atme nochmal ein, wie am Anfang, die Schultern hoch, bewusst aus, ein, aus, ein und aus. Halte deine Schultern ganz tief. Entspanne dich. Sehr schön. Fühlst du dich jetzt verwurzelter, stabiler in deiner Mitte? Aufrechter vielleicht, nimm diese Haltung, dein Körpergefühl mit, wohin auch immer, für den restlichen Tag. Wirklich ab und zu mal an deine Haltung denken, vielleicht hat die ein oder andere Bewegung ganz besonders gut getan, dann mach sie ruhig öfters am Tag. Ansonsten,
Wenn du noch mehr Yoga suchst, schau auf meinen Kanal. Da gibt es eine ganze Playlist mit Yoga-Videos oder du gibst in die Suchzeile Gabi Fastner Yoga ein, von YouTube in die Suchzeile. Vielleicht sehen wir uns einfach beim nächsten Workout, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Vielen, vielen Dank natürlich. Der Link ist unter dem Video, heißt Steady, deine Unterstützung. Mit monatlich zum Beispiel 2,50 Euro oder 5 oder 10 Euro kannst du das tun. Dankeschön. Freue mich auch, wenn du so dabei bist. Klar, wenn du Lust hast, abonniere meinen Kanal. Ist kostenfrei, dann bekommst du mit, wenn wieder ein neues Video erscheint von mir. Wenn du die graue Glocke drückst und auf alle klickst. Vielleicht lädst du auch noch jemanden ein, sich mitzubewegen, damit sich möglichst viele Menschen bewegen. Für mich als Gymnastiklehrerin natürlich umso schöner, umso mehr Menschen wir bewegen können. Oder ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Bis dann!